Das Problem war, ich hatte eigentlich den Ball. Und jetzt bekommen die den Ball in der zweiten Halbzeit. Ja, verletzt, verletzt, außer Gefecht, außer Gefecht, außer Gefecht. Oh, drei Leute kommen wieder hoch. Das ist sehr gut. Stimmt, immer noch drei Spieler, die raus sind. Damit bin ich auf drei Spieler weniger. Und die haben keine einzige Verletzung. Das sind halt Zwerge. Vielleicht hätte ich mich doch mit den anderen zuerst anlegen sollen. Das ist hier Blocker, 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 Blocker. Linke Seite komplett frei. Das kann ich nicht so einfach machen. Kennst du die Evil Gits? Das Team besteht aus wirklich bösen Spielern. Ihre Anhänger haben den Preis für die bösesten Fans bekommen. Völlig verdient, muss ich hinzufügen. Wie viel Stärke haben die? Drei. Ja, wir haben bloß drei Stärke. Drehe ich dem mal entgegen, weil ich habe ja auch ein ganz gutes Bashy-Team durch meine hohe Rüstung. Und da die nicht so schnell sind, sollten die auch nicht durchkommen. Mir fehlt hier noch einer. Naja. Ach ne, den kann ich doch hier hinstellen. Um das ein bisschen symmetrisch zu machen. Aber nur eine Linie so annehmen. Jetzt auf einer ganz vorne sozusagen ankicken. Ich will aber relativ weit dahinter. Der Ball ist im Spiel. Möglichst im Feld, hoffe ich mal. Ja, der hat gerade einen hohen Anstoß gemacht und dadurch konnte er einen direkt für einen perfekten Fang darunter platzieren. Ein Spieler. Der macht halt wirklich alles zu. Hey, Spielerei. Tut weh. Jawohl. Glaubst du, dass Trollblut in seinen Adern fließt? Vielleicht. War wohl keine so gute Idee vom Gegenspieler, über seine Familie herzuziehen. Lass mal den hier wegkicken. Dem Gegner man eine Trage bringt. So. Ah, die Trollslayer. Wusstest du, dass sie zum ersten Mal im Jahr 2465 in einem Match zwischen den Giants und den Lowdown Reds aufgetaucht sind? Nein, das wusste ich nicht. Ein Blitzer namens Hartmut Eisenfaust hatte damals die Aufgabe, den Königssohn zu beschützen. Doch die Reds blendeten Hartmut und bevor er sein Augenlicht wiedererlangt hatte, war das Kind schon tot, erschlagen von einem Troll der Reds. Außer sich vor Wut schlug Hartmut dem Troll natürlich den Kopf ab. Autsch, armer Troll. So, dahin. Die hier drüben eigentlich mir relativ hupe, weil das ist ein Blocker und ein Trollslayer. Das ist mir Banane. So, was die da machen. Der kann mal den nochmal verletzen, damit er nicht in der nächsten Runde wieder aufsteht. Also, klappt leider nicht. Die haben halt neun Rüstungen, ist echt schwierig, da was zu verletzen. Ich verstehe, damit dein Gegner also den Ball nicht mehr tragen kann. Nein, Wiederholungswurf. Ja. So. Man versucht zu markieren. Rundenende. Schade. Aua, das hat wehgetan. Da hat jemand aber richtig schlechte Laune gehabt. Der blitzt jetzt da in die Mitte und macht versucht, den Wein wegzuschieben. Genau. Das war abzusehen. Dieser blöde Läufer, ey. Fang ausweichen. Fang und ausweichen, blocken und robust. Die kriegst ja fast nicht. Hier ist übrigens der Cage. Käfig. Spurten, hat er eine 4 gewürfelt. Angreifer fällt und schieben hat er zur Auswahl gehabt. Sehr gut, Angreifer fällt. Ein perfekter Tritt mitten ins Gesicht. Warum ist er dumm? Also wenn ich mir das aussuchen darf, dann hat er sozusagen ohne Unterstützung mich angegriffen, wo meiner mehr Stärke hat. Warum macht man sowas? Das ist ein einfacher Wurf. Oh. Wow.
Was für ein Geschick, was für ein Stil, was für eine Vollkommenheit. Was für ein Hammerschlag. Ich will die weg haben. Die Nerven. Erst völlig regungslos und dann, zack, mitten ins Gesicht. Ich hätte nicht nachrücken sollen. Shit. Ich hätte nicht nachrücken sollen. So, darum. Und dagegen blitzen. Oh, das war eine dumme Idee. Doping gehört inzwischen untrennbar zu diesem Sport. Wurde es nicht schon ins Regelwerk aufgenommen? Nit. Ich habe noch eine Bestechung, sehr gut. Die Meinung auf der Trainerbank ist geteilt. Was mit dem Spieler auf dem Boden geschieht? Der wird nochmal betäubt zumindest. Nicht, ob sie eine Bahre oder einen Saal. Aber wie gesagt, mit 9 Rüstungen oder 8 ist schon schwierig. Jetzt habe ich den gewürfelt. Bestechung, Rüstungswurf, Verletzung. Verletzung. Hab ich 7 gewürfelt und ist er betäubt. Okay, der ist nicht mitgekommen. Da hat er den Verteidiger aber einen. Jawohl! Aber jetzt muss ich den Typen den da wegkriegen, der da so mich blockiert. Ach. Aua! Na dann, gute Nacht. Ja, wird wohl Zeit. Muss ich den auch noch wegkriegen. Wenn der Typ die Fäuste schwingt, dem Gegner man eine Trage bringt. 3 plus. So, der soll mal bis dahin. Ah, Moment. Hahaha. So. Ich wette, dass das wehgetan hat. Zum Glück hat seine riesige Nase den Schlag etwas abgefangen. Oh ja, sonst wäre sein Gesicht jetzt nur noch Brei. Er hat den Ball. Kann ich ihn noch werfen? 5 plus. Oh, Mutanten. 4 plus. Ein fünftes Auge und andere seltsame Organe. Ja, noch mal werfen. Nicht gefangen. Ich erinnere mich an ihn. Dü-dum. So sehr wie ein Ball aus, dass ein Schwarzaug der Gauchstrei ihn einfach. Also das Problem ist hier, da wird gewürfelt für Fangen und für Werfen, meines Wissens. Genauer Pass. Genauer Pass, Misserfolg. Fangen und Anstoß, ja. Diese Schönheitsoperation kommt sicher billiger als im Krankenhaus. Ich glaube zwar nicht, dass er das so geplant hat, aber viel schlechter als vorher würde nicht aussehen. Hau die doch mal um. Ich muss den hier. Jetzt ist bloß der hier weg muss. Er blitzt. Wogegen blitzt er denn? Schieben. Der läuft aber weit. Also nach 5 hat er weit. Weitlauf. Eine gute Linke und zwar mitten auf die Nase. Du hast erfasst, Jim. Die Nase ist gebrochen. So. Da steht keiner dran, deswegen kann der einfach mal dahin gehen und mich unterstützen, um den da rauszukicken. Oder zumindest wegzuschieben. Beweg dich. Oh nein, noch einer, der den Ball Ja, komm! Jawoll! Jawoll, ja! Touchdown! Trotz Verletzungen, bei so einem Touchdown können sie mich auch wieder hier die Leute zum Beispiel erheben. Der hier hat sich ja zum Beispiel jetzt gerade erholt. Dann habe ich wieder einen Spieler mehr. Sehr gut. Und das zwischen Touchdown. Ja gut, bei euch ist nichts, das ist mir klar. So, platziere deine Spieler. Ja. Der Spruch des Tages ein bisschen weiter hinten lassen, falls er irgendwie durchrennt. Eigentümer der Lowdown Reds, eines bekannten Goblin-Teams. Dem Spike-Magazin hat er gestern gesagt, dahin, dass Blood Bowl eine Schlacht sei. Es gebe keine Sieger, sondern nur Überlebende. Oh, schneller Angriff. Das angreifende Team beginnt seinen Zug etwas früher. Okay, und hat schade, in Reichweite gefallen. Aber der tut auch erstmal alles drum rumstellen. Und muss einen in die Nähe stellen. Um, falls der Ball sozusagen wegspringt, um das verhindern zu können, dass da der Gegner einfach rankommt. Aber ich habe relativ früh einen Touchdown gemacht, das ist doof. Da kann er gegen jetzt noch ausgleichen. Wenn man den in der ersten und letzten Runde oder vorletzten Runde macht, dann ist es mit Ausgleichen nicht so günstig.
und schafft es damit auch noch, sich Gehör zu verschaffen. Wie darf der dann helfen, wenn der in der Tackle-Zone von dem Typen mit drin steht? Verstehe das nicht. Ja, einmal ordentlich durchgeschüttelt werden. Ja, hier würde ich doch den gerne. Etwas gebrochen. Denke ich auch. Ergebnis. Ich eine gebrochene Nase, toll. Einen gebrochenen Arm und ein paar Zahnlücken. Das übliche halt. Verpasst das nächste Match. Herbei, um aus Dinge mag zu heilen. Tja. Hat nicht funktioniert. Damit habe ich einen Chaoskrieger weniger. Das ist natürlich nicht so schön, weil das sind ja meine Rüstungsleute. Genau das passiert, wenn ein Amateur auf einen Profi trifft. Oh ja, Flatsch. So, zack. Ja, nachrücken. Schau mal, ein paar scharfe Elfenschönheiten verkaufen Big Moods auf der Tribüne. Hey, ich hol mir auch einen. Bin in 5 Minuten wieder da. Seit wann magst du denn Big Moods? Gar nicht. So, jetzt muss ich einfach bloß versuchen, die sozusagen zu verlangsamen. Damit sie nach Möglichkeit nicht so einfach weiterkommen. Ah, ich habe keine Bestechung mehr. Ja, dann. Weiß nicht, soll ich das ja trotzdem machen? Da muss zumindest einer von denen kann er nicht rennen, einfach so, wenn ich da mich hinstelle. Nein, was soll's. Fällt da halt hin. Ich mag aber den Wiederholungswurf eher für was Kritischeres aufheben eigentlich. Zum Beispiel das Tackeln von dem Ballträger oder sowas dann. Der braucht jetzt wohl einen Sanitäter. Ja, und zwar einen sehr guten. Jetzt rennt er halt da durch. Mäh. Bis jetzt kommen die beiden von da ran. Na, jetzt nicht mehr. Also immer eine 50-50 Chance, dass mich meine Leute von den Gegnern lösen können. Normalerweise. Wo bist du? Kritischer Misserfolg, oder was? Ich habe gehört, du hast deine diesjährigen Bonuszahlungen ausgehandelt. Ohne Spurten, mir etwas zu sagen. Nimm die Axt runter, Tim. Ich kann das alles erklären. Nimm sofort die Axt runter. Du musst mal da Platz machen. Nein, da soll er noch weiterhelfen. Das kann nicht gesund gewesen sein. Mitten ins Gesicht. So, Marken. Du stehst auf jeden Fall auf, weil du stehst direkt neben dem. Du stehst auch auf. Hab überall nur einen Einzelwurf gegen. Wie viel? Der 3 Stärke. Sehr gut. Der ist mir auch mal gemarkt. So, du gehst da rum. Wir versuchen nochmal den Einzelwurf. Jawohl. Da teilt aber jemand kräftig aus. Der Trainer eines Chaos-Teams lebt normalerweise nicht sehr lange. Wenn sie zur Feier eines Siegs nicht sein Hirn aufessen würden. Aber die Dämon. Ne, der kann jetzt aufstehen, glaube ich. So, jetzt haben wir den weggeschoben. Den haben sie weggeschoben. Der ist einer noch dran. Das war eine Abreibung, ja, das ist kann da laufen. Jetzt blitzt er noch gegen den. Der hält jetzt ein Schwätzchen mit dem Rasen. Schwer verletzt. Das war's wohl für heute. Solange es nicht ab in die Leichenhalle geht, ist's halb so schlimm. Kann zumindest nicht so einfach rumlaufen.
glaube, gegen die ist die Nahkampftaktik, die ich hier so fahre, diese Bashy-Taktik, nicht so wahnsinnig erfolgreich. Also ich habe zwar ein Team, was ein bisschen klatschen kann, aber noch bin ich, glaube ich, zu schwach eigentlich dafür. So, toll. So, du stehst einfach nur auf. Dich brauche ich da nicht. Du auch. Du auch. Dann schmeißen wir dich erstmal ein Stück nach hinten. Oh fuck. Ja, das ist was fürs Auge, Bob. In der Blood Bowl steht einfach nur auf. Zahlreiche Teams, die wegen riesiger Schulden bankrott gegangen sind. Bei den steigenden Kosten für Doping und Bestechung wird es auch so weitergehen. So, dahin. Und dann muss ich mit dem mal hier. Ja, da brauche ich zwei Sportenwürfe. Wieso kann ich denn jetzt nicht dahin laufen und dann angreifen? Ich mag das gar nicht. Aber er schafft beides, sehr gut. Aha. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Er fliegt den Ball wieder irgendwo hin. Ins Gesicht und danach noch einen Aufwärtshaken hinterher. Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ah, na gut, der kommt zumindest nicht ran. Aber die da können rankommen. Ja, machen die meinen weg und dann kommen sie ran. Toll. Da fehlen mir fast schon die Worte. Keks. War zwar hammerhart, aber absolut legal. Jetzt blitzt er noch gegen den wahrscheinlich, weil ich mit dem rankommen könnte. Ja, klar. Gut pariert. Wohl eher blöd aus der Wäsche schauen lassen. Das legt ihn mal. Oh, Mann, jetzt sind die alle für die nächsten zwei Runden blockiert. Aber ich glaube, bei denen ist schon die letzte Runde. Dadurch müsste ich gewonnen haben. Bei 16-16, dann ist es vorbei sein. Oh ja, er ist nicht der Typ, der aufgibt und liegen bleibt. In letzter Zeit hört man kaum noch etwas von den Heroes of Law. Stimmt. Für die Zuschauer, die es nicht wissen, die Heroes of Law wollen allen zeigen, dass es möglich ist, ein Spiel mit ehrlichen Mitteln zu gewinnen. Wahrscheinlich ist es gut so, dass wir nichts von ihnen hören. So, tja, du kommst nicht so wahnsinnig weit. Hm, machen wir halt mal einen Blitz gegen den, wenn wir was können. Voll auf die Knolle. Ab jetzt wird er so, und nochmal das. Voll auf die Rübe. Noch Matchende. Jupp, gewonnen. Sehr gut. Indem ich einfach nur dann sozusagen ihren Zug möglichst verzögert habe auf alle Varianten, die ich hatte. So. Übrigens, warum der Ball wieder reinfliegt, ist, weil sozusagen außenrum immer Fans sind, weil man auch rausgedrückt wird, schlagen die Fans gegen ihre Teams einen nieder. Und der Ball wird sozusagen von den Fans wieder irgendwo hingeworfen. Meistens weit weg vom eigenen Leuten. Oder von allen Leuten. 60.000 habe ich bekommen. Nein, ich möchte den Wurf nicht wiederholen. 21.000 Zuschauer. Zwei Tackles, 400 Meter gerannt, 6 Meter gepasst. Ein MVP, ein Touchdown. Er hat 60% Ballbesitz. Und ich habe einen neuen Fanfaktor erhöht. Das macht doch gar keinen Spaß. Aber 70% der eigenen Hälfte und 2% Ballbesitz und trotzdem gewonnen. Hat gereicht. Ich weiß nicht, was das hier für eine Würfel ist. Irgendwie 12. Das ist wahrscheinlich, welche Fanfaktoränderung entsteht, gewürfelt wurden. So. Aber damit habe ich wahrscheinlich noch keine Aufsteigung, noch keinen Kader. Und zwar diese SSP, die ihr hier seht. Wenn ich hier, wenn der 6 hätte, dann könnte der 1 aufsteigen. Hat er aber nicht. So, ein Chaos Griff mir ist verletzt. Das ist ein bisschen nervig. Brauche ich aber auf jeden Fall noch einen Tiermensch. Chaos Griff kann ich mir nicht leisten. Tiermensch kann ich mir gerade so leisten. Damit ich überhaupt genug Spiele habe fürs nächste Spiel. Wieso ist der jetzt hier drin? Ich denke, verpasst das nächste Spiel. So, Matches.
Also ihr seht schon, wie das Spiel funktioniert. Ich würde dann einfach sozusagen mal das so stehen lassen. Ich spiele nicht nochmal gegen... Ich bin nochmal gegen Zwerge. Gibt es ein Rückspiel? Das finde ich aber nicht so toll.